Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu dem 14. Part, mein Lieblingszahl zufällig, von New Super Mario Bros. U Deluxe auf der Nintendo Switch. Weil letztes Mal haben wir Roy den Arsch versohlt und sind in der Zuckerwattenwolkenzone gelandet. Wir haben das erste Level schon mal gemacht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir in diesem Part auch den Turm erreichen können. Heute geht's mit dem gelben Toad weiter. Man denkt jetzt so, beim letzten Mal der blaue Toad, diesmal der gelbe Toad, wie ein Jux sind halt. Es war jetzt hier derselbe Charakter, aber sind trotzdem zwei verschiedene, meiner Meinung nach. Ist jetzt wohl egal. Ah, scheiße, mein Arm hat gerade voll geknackt. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Na gut, egal. Machen wir jetzt mal hier weiter. Ja, also, oh, heute ist Yoshi dabei. Okay, unerwartet, aber ist, ehrlich gesagt, nicht schlimm, meiner Meinung nach. Was ist hier drin? Okay, eine Münze. Ach so, okay, ich verstehe schon. Und das. Oh. Hey, lol! Nein! Okay, war knapp. Ja, der rote ist halt vorsichtig im Thema. Und. Also, inter. So. Oh, ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Okay, ich hab dich, Yoshi. So, was kommt hier raus? Ein One-Up. Ich wusste es. Oh nein, du schon wieder. Ich hasse dich, Lakito. Ich hasse dich. So. Ich wusste es irgendwie. Wird nur noch der letzte Starcoin. Ich weiß halt nicht, wo der sein kann. Aber der ist irgendwo. Wir müssen halt schauen, wo der sein kann. Ich habe Yoshi verloren. Oh, das wäre... Okay. Ein Geheimweg, passt. Okay, das ist er auch. Oh, sogar fast alle Münzen geholt. Na gut, wir haben wieder alle drei Starcoins. Ich kümmere mich halt meistens um die Starcoins. Einfach weil... Sonst können wir ja die Sternwelt nicht so wirklich durchspielen. Deswegen, ja, wir haben schon von Eichenhain bis Kandesminen schon alle Starcoins. Und das finde ich cool. Auch wenn ich manchmal auf Tablet angucken musste, weil das iPad ist ja schon hier. Okay, Turm können wir zwar betreten, aber ich mache natürlich noch das andere Level. So, hin und her Hügel. Was damit gemeint? Oh, okay. Deswegen hin und her. Eine Eisblume will ich jetzt nicht wirklich benutzen. Erstmal so. Nein! Oh, scheiße. Nein! Okay, gehen wir kurz ins Pilzhaus. Dann schauen wir mal, ob wir ein Item bekommen. Okay, ich würde sagen Feuerblume. Ich muss mir es gut merken. Und go. Aha. Ah, nein, der in der Mitte gerade. Der hier. Yes! Mein Trick ist meistens, also zuerst schaue ich, wo die sind, merke es mir und dann schaue ich irgendwie alle gleichzeitig, so also komplett in die Mitte, damit ich alle sehen kann und dann sehe ich halt, ja, haben sie sich bewegt oder sind sie immer noch an derselben Stelle?
Und da hat sich nur höchstens einer bewegt. Und der Rest ist halt geblieben. Gut, dann können wir jetzt weitermachen. Ich nehme diesmal die Eisblume, weil es bringt ja einen Kugel Willi nichts! Okay. Ist jetzt egal, ist jetzt egal. Vielleicht ist hier noch. Ja, Eisblume ist da. Okay, gut. Einfach so alle einfrieren. Mist. Oh, shit. Aber irgendwo. Ah, ich wusste es! Ich wusste es doch, das sah so merkwürdig aus. Da dachte ich halt, da muss was sein. Ist ja auch jetzt wurscht. Hauptsache, ich krieg jetzt das, was ich haben will. So. Starcoin, check. Checkpoint, Erde. Ach, da. Übrigens ist es türkisch. Ich kann wirklich keine Sätze in türkisch. Also das hier ist das Einzige, was ich höchstens kann. Das heißt dann, wo ist der Checkpoint? Als für die meisten, die es natürlich nicht wissen sollen. Das habe ich damals gelernt in der Kindheit. Heute lerne ich kein Wort mehr. Irgendwo geht's runter. Okay. Wollen wir mal sehen. Dafür brauchen wir auch anscheinend den Powerblock. Da oben ist er! Okay, Beeilung. Beeilung. Nein! Ja! Oh Gott! Ist mir scheißegal, ob er mich trifft. Ist mir so fucking egal. Oh! Gott! Die nächsten zwei Level geschafft. Jetzt kommt der Turm. Oh nein. Vor allem, ich mag das Geisterhaus nicht. Da ist nämlich auch ein Secret Way, soweit ich weiß. Also Secret Exit. Erstmal Schieb-Schieb-Turm. Oh. Oh. Nein, das ist nicht der Turm. Nein, das ist er gar nicht. Also, soweit man das ja... Also, das ist der Schieb. Ich dachte gerade, das ist der andere, der mit den grünen Blöcken, aber den haben wir doch schon längst bestritten. Das weiß ich ja noch. Von damals. Okay. Irgendwo geht's halt lang. Oh, shit. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Fehler gemacht habe. Wir mal sehen. Ich glaube, da müsste ein One-Up und kein Starcoin. Schön. Ah, Vayne juckt gerade One-Up. Ich habe 32 Leben. Das juckt doch niemanden. Oh Gott. Erstmal muss ich den da oben loswerden. Oh. Damit. Starcoin, wo bist du denn? Ah, da oben ist einer. Ob es der erste ist, habe ich jetzt selbst keine Ahnung. Okay, das ist der erste. Glück gehabt. Okay. Vielleicht sollte ich ein bisschen so machen. Ist der zweite. Das ist jetzt halt die Frage. Und der dritte natürlich. Ah nein.
Wow, okay, okay. Okay, die sind schnell. Nein, scheiße. Noch nicht, okay. Wie sieht's aus? Da oben ist er. Frage ist, wie komme ich jetzt darauf? Okay. Ja, immer zu dumm ist, einen Doppelsprung zu machen, ey. Und da war ich zu früh. Gott. Ich glaube, das wird nichts. Ich brauche dafür das Item. Und ob ich runterkomme, weiß ich halt selbst nicht. Oder ob er wenigstens hier... Okay, nee, komme ich nicht. Das heißt, ich muss es nochmal machen oder ich sterbe jetzt einfach. Natürlich kommt erst jetzt ein Item. Schön. Ich glaube... Alter, ich spring doch! Okay. Wenigstens den Checkpoint. Aber ich brauche einfach das Item. Ich brauche es unbedingt. Das Feisthörnchen. Oder Feisthörnchen. Feisthörnchen Eichel. Oh, Gott. Vor allem jetzt habe ich schon wieder verloren. Was soll der Scheiß? Ist der vielleicht irgendwo da in der Nähe? Er kann irgendwo noch zufällig in der Nähe sein. Sieht nicht so aus. Nein, das ist genau derselbe Weg. Ich muss irgendwie sterben, aber wie? Okay, ich habe eine Idee. So. Oh nein, ich bin gestorben. Wie konnte das denn passieren? Worin das wohl liegt? So, nochmal, okay? Ganz normal. Ich will die Starcoins, dann will ich Carmen besiegen und ich brauche dafür einfach nur das Weißhörnchen Eichel Item Dings. So, jetzt bin ich wenigstens schon mal von den Firebro gesichert. So, jetzt sieht es erstmal gut aus. Endlich. Verdammte Scheiße. Feuerblume? Nee. Okay, man muss halt schauen, ob, also wo es halt die einzigen Möglichkeiten gibt,
voranzukommen. Und dann muss man ja nachsehen, wie es weitergeht. Allerdings habe ich jetzt gerade null Ahnung, wie ich auf die andere Seite kommen soll. Boah. Boah. Ich nehme das zurück. Ich habe es herausgefunden. Ich habe alle Starcoins. Super. So. Geschafft. Jetzt können wir gegen Kamek antreten. Endlich. Oh, dieses Level hasse ich jetzt auch. So wie das Level im Limonadendschungel. Okay, noch ein Treffer fehlt. Dann haben wir es. Yes! So. Kamek besiegt. Jetzt brauchen wir das iPad. Ich habe es gerade hier übrigens. Wir müssen ja schauen, wie es weitergeht. So, erstmal aufladen. Und wir können, ach ja, stimmt ja, speichern. Auf jeden Fall. Ich gehe mal auf YouTube, weil ich muss ja schauen, wie es mit dem Geisterlevel aussieht. Der hat ein Secret, soweit ich glaube ich weiß. Als auch Dings da. Noch dazu, irgendwas ist da mit dem Stecker los, mit dem Ladekabel. Okay, New Super Mario Bros. U. Also erstmal Secret Exit. Also Geheimweg. Oder ich mache einfach All Secret Exit. Man kann es jetzt wahrscheinlich ein bisschen hören, aber juckt gerade niemanden. Oh hier. Okay. Okay. Also ich weiß jetzt, wo das Secret ist. Aber wollen wir mal sehen, wie es mit den Starcoins aussieht. Weil die Starcoins sind natürlich jetzt auch wichtig. Also the first Starcoin, also der erste Starcoin. Achso, der hat auch beides gezeigt. Ich bin ja auch ein Idiot. Okay, da ist Nummer 1. Okay, ich verstehe schon. Okay. Nummer 2 wäre hier. Okay. Dann soll es doch ein Secret Exit geben. Ich glaube, das ist der Secret Exit.
Gut, dann können wir jetzt weitermachen. Ich habe gesehen, wie die Starcoins sind, aber ich weiß nicht, wie dann das normale Ziel ist. Wir werden gleich sehen. So. Also. Den wundert's nicht. Ich mag die Geisterlevel gar nicht. Echt jetzt. Ich kann die einfach. So. Ich mag die einfach fast gar nicht. Echt jetzt. Weil. Nein, ich will jetzt keine Brustblume, sondern. Es ist halt so, dass man erstmal die Starcoins suchen muss. Dann sind dort einfach die meisten Secret Exits. Und was weiß ich noch. So. Okay. Hier geht's auf jeden Fall zum ersten Starcoin, soweit ich weiß. Genau, da ist er. Oh, den darf ich nicht töten. Den darf ich bloß nicht töten. Bei dem brauchen wir noch. Okay, dann machen wir stattdessen hier schon auf. Jetzt kann ich ihn töten. Ach, mein Nacken. Okay. Dann wollen wir mal sehen, wo es weitergeht. Also wahrscheinlich muss ich jetzt auch hier rauf. Da geht es jedenfalls nicht zum nächsten Starcoin. So, oder glaube ich zumindest. Nee, geht's nicht. Aber wir brauchen später den Trampolin für den Secret Exit. So, genau. Dann müssen wir hier entlang. Hier geht's nämlich zum zweiten. Scheiße. Ich hab mein Ding verloren. Na gut, ist halt so. Jetzt holen wir den letzten und zwar auch gleichzeitig den Secret Exit. Ich weiß zwar nicht, wo es dann zum Ausgang geht, aber ich versuche es mal herauszufinden nachher. Wir gehen ja nochmal rein. So, dann müssen wir darauf gehen, den P-Switch aktivieren, gehen wir automatisch hier runter. Alle Starcoins, ein One-Up und gleich den Secret Exit. Und wollen wir mal gleich sehen. Das ist auch der Secret Exit, soweit ich weiß. Ja, ist es. Wie es dann normal weitergeht, weiß ich jetzt gerade selbst nicht. Deswegen habe ich auch gesagt, wir werden es gleich nochmal herausfinden, wo der normale Ausgang ist. Jedenfalls haben wir den Secret Exit. Schon mal was Gutes. Der wird uns, glaube ich, zum Schloss direkt führen, nicht wahr? Ja, hatte ich recht. Dabei gibt es noch einige an Leveln. Gehen wir nochmal rein. So, Rotation im Geisterhaus. Round 2. Natürlich glotzen mich erstmal alles blöd an. Das sind all meine Zuschauer, wisst ihr? Spaß. diese Buhus, ey. Okay, erstmal ein Pilz gönnen. Natürlich ist hier eine Fake-Tür. Okay, hier müsste doch Bossblume rauskommen. Ich bin auch ein Idiot. Als ob Schütteln nicht so ist. Meine Dummheit
hat mich davon abgehalten, weiterzumachen. Ich möchte auch mal vielleicht, also auch wenn es jetzt am Ende ist, mal noch sagen, dass manchmal hat mir Mario Bros. Deluxe LP, also dieses LP hat vollkommen Kopfschmerzen gegeben und hat mich zu Frustration geführt, no joke. Also ihr habt es auch manchmal gesehen. Echt jetzt, wenn ihr es nicht gesehen habt, dann ist es echt traurig, no joke. Also ich meine halt, ich meine jetzt nicht das Video allgemein nicht gesehen, ich meine, okay, das ist ja auch schon schade, aber wenn ihr es gesehen habt und dann nicht gesehen habt, dass ich manchmal so Frustration darin hatte, dann einfach traurig. Warte, sollte ich nicht... Ich gehe da hoch, dann so, okay, dann kann ich nur hier gehen. Gehen wir mal hier entlang. Also hier war ich ja, genau. Oh, okay. Das wusste ich jetzt nicht. So, dann gehen wir hier rein. Natürlich kommt wieder dieselbe Kacke. Ich kann ja auch einfach so in der Mitte bleiben. Was ist daran so schlimm? Ich spiele mit Feuer! So, ist schon fertig. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Vielleicht geht es hier dann zum Ende. Ah. Ich glaube, es geht sogar schon zum Ende. Ja. Und dann werden die zwei, dachte ich mir schon. Aber es war's. Tja. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr wisst, Like, Abo, Glocke, Feedback. Ich glaube, ich muss mir echt was anderes einfallen lassen dazu. Und wir machen beim nächsten Mal auf jeden Fall weiter mit der zweiten Hälfte von der Zuckerwattenwolkenzone und beenden auch sogar auch bald das LP-Projekt komplett. So, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Bis dann, Leute.